Bibbidi Bobbidi Bobson Gaming, Blue Sun Catcher, ja, es war mal wieder Zeit für ein Commentary. Und Leute, da bekommt ihr euer Commentary. Das ist eine Public Session, diesmal nicht competitive. Ja, es gibt auch manchmal so Tage, da spiele ich alleine Public, ohne die üblichen Verdächtigen, ohne den Jan, ohne die Caro, ohne all diejenigen, machst du einfach mal einen auf Einzelkämpfer. Muss auch mal sein, hat auch was, wenn man Public alleine spielt. Weil ich finde, teilweise ist es echt schwerer, wenn man Public spielt, weil man irgendwie ganz alleine auf sich gewiesen ist. Ja. Wie ihr seht, schön, dass ich mich selbst dran erinnere. Bevor ich jetzt hier weiter mit dem Commentary mache, kommen wir zum letzten Commentary von mir, zu der sogenannten Am-Challenge. Und der liebe Sims888, hier hast du deinen Shoutout, der aufmerksamste Bobson-Gaming-Abonnent. Dein Kanal blende ich jetzt irgendwo im Bildschirm ein. Da hast du es. Wunderbar. Also Applaus hier nochmal. Ja? Du verdammter Lappen, hör auf mich zu korrigieren. Gut, kommen wir zurück zum Commentary. Wie gesagt, Random Public. Mir war das auch egal, ob ich jetzt in Unterzahl bin oder ob ich gegen die Besten spiele oder mit dem besten Team. Das war mir an diesem Tag völlig Latte. Ich wollte einfach ein bisschen spielen. Hier habe ich den Carrier noch gut abgefangen. Und siehe da, die Nummer 1. Ja, die Nummer 1 der Rangliste, die wurde ja jetzt zurückgesetzt, ist da. Olle Nightingale. Ja, da hat sie mich, ja. Aber ich habe leider den Carrier vorher. Ja, da guckt sie in die Röhre. Ja, Leute, und dieses M blenden wir gleich wieder aus. Kommen wir zu dem Thema des heutigen Commentaries. Mir fällt gar kein Thema ein, wenn ich ehrlich sein muss. Beim letzten Mal ging es ja mehr so um Assassin's Creed Victory. Dann hat LMS Clan TV ja das Guest Commentary gemacht. An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an euch. Hat mir sehr gut gefallen, was der Alex da fabriziert hat. Und ja, dieses Mal Commentary, worüber möchte ich sprechen? Ah ja, wie gesagt, auf dem PC findet ja zurzeit, findet ja dieses Tourney statt, das Artifact Assault Tourney. Wir haben schon unser erstes Spielchen gespielt, wir waren auch erfolgreich, muss man sagen. Ja, der ein oder andere wird jetzt hier applaudieren und sagen, na Mensch, ey, habt auch mal was hinbekommen. Ja, wir waren recht erfolgreich, hatten unseren Spaß gegen Ego. Und jetzt geht's in der nächsten Runde gegen Echo. Und das ist ja schon für mich so das Allergeilste, was es überhaupt gibt. Man spielt gegen den besten Artifact-Clan auf dem PC in der zweiten Runde und eigentlich können wir gar nicht verlieren. Denn egal wie das Spiel ausgeht, wir können immer sagen, gut Leute, wir haben jetzt hier unser Bestes gegeben und na klar, jetzt waren sie einfach besser, weil sie sind einfach besser. Oder aber, es kann natürlich sein, dass wir mit ganz viel Glück, ja, Fortuna sei uns hold, dass wir dann Echo sogar ein bisschen ärgern können. Ja, das sollte das große Ziel sein. Wir wollen jetzt nicht arrogant sein und sagen, Echo, die putzen wir weg. Ich glaube, das mache ich eigentlich recht selten vor Competitive Matches, dass ich sowas raushaue, weil ich aus der Vergangenheit gelernt habe, wenn man so eine Sätze raushaut, dann verliert man gut und gerne auch mal 4:0. Oder auch höher. Wie gesagt, gegen Echo wird es ein heißer Tanz jetzt am Wochenende. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es streamen sollte. Ich habe mich mit dieser Technologie, wollte ich schon sagen, mit diesem Programm namens Twitch, noch nicht so beschäftigt. Problem an der ganzen Sache ist ja auch, dass dieses Programm im Hintergrund läuft. Und gleichzeitig ja auch, ja, ich glaube auch, den Multiplayer-Fluss, wenn man ihn so benennen kann, beeinflusst. Insofern, dass ich dann mehr laggen könnte, als ich nicht schon ohnehin täten würde. War das jetzt richtig? Naja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich schaue mir das mal privat an, wie das läuft. Ob ich dann noch halbwegs normal spiele oder ob es zu krank ist, dann lasse ich das mit dem Stream. Und ja, zurück zu den Spielen. Einige Leute werden sich jetzt fragen, Blue, du hast jetzt erzählt, Tourney, und du hast doch gesagt, ihr habt schon euer erstes Spiel, wo ist denn der Upload? Ja, da muss ich sagen, weiß ich noch nicht so richtig, was ich damit mache. Auf der einen Seite habe ich mir schon
mal ein paar Ideen eingeholt von anderen Leuten, die schneiden das dann immer ganz cool zusammen mit cooler Musik. So Artifact ist so Highlights von den Spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wollt ihr? Was wollt ihr? Ne? Denn was ihr wollt, ist mir wichtig. Nicht, was irgendwelche anderen Leute machen, aber die Alternativen möchte ich euch natürlich gerne anbieten. Auf der einen Seite könnte ich das Video mit Live-Commentary hochladen, 10 Minuten lang seht ihr mich dann die ganze Zeit failen und ab und zu habe ich dann ein bisschen Glück. Oder aber ihr sagt, nee, ich will kein Gefehle sehen, ich will nur die Creme de la Creme dieses Spiels sehen. Also schneide ich dann ein 2-Minuten-Video mit cooler Musik zusammen und dann habt ihr dasselbe Ergebnis. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch beides. Ich weiß ja nicht, ne? Man weiß ja auch nie, inwieweit man ausgekundschaftet wird von anderen Teams. Schau uns dieses Blue Running an. Oh! Und in solchen Situationen wird man dann meistens von den Noobs gekillt. Ja, scheiße. Ja, wie ihr seht, die Nummer 1 ist währenddessen, ja, aus dem Spiel gegangen. Man weiß nicht warum. Ja, böse Zungen würden ja jetzt sagen, Rage Quit. Aber ich will mich darüber nicht lustig machen, denn auch ich zähle zu den Leuten, dass, wenn es mal nicht so läuft, über 3-4 Sessions, dass ich dann sage, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal am Arsch, Rage Quit, Nintendo DS, Pokémon und fertig, aus ist die Kiste, ja? Ja, das ist, ja, das, jeder kennt's, ja? Jeder, der sagt, ich habe noch nie in meinem Leben Rage Quittet, ja, der ist schlichtweg ein Lügner, ja? Das glaube ich nicht, ja? Ja. Ich hatte dann einfach mal Glück, wie es dann eben so ist in Public, dass mir Olle Psyche gejoint ist und der hat den Job ganz gut gemacht und hat mich gut unterstützt. Hier finde ich eine meiner Lieblingsszenen in diesem Match. Oh ja, der Kronleuchter, der ist geil. Der Kronleuchter hat's aber auch. Kronleuchter-Kill extra. Ja, gibt's noch was weiteres, was ich jetzt ankündigen möchte? Ich bin gerade am... Ah ja, Thema Montage, ne? Ich habe mich ja so weit aus dem Fenster gelehnt und meinte, Montage, ich mache und hier und da. Ja, Leute, die Clips habe ich, aber die Musik, weißt du, du hast so eine Montage, so eine Abfolge hast du schon im Kopf. Ja, und dann suchst du nach einem Montagelied und du hast schon ungefähr so den Aufbau des Songs im Kopf. Es sollte so langsam losgehen, sollte dann so ein bisschen schneller werden. Und dann kannst du richtig Clip, 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 Refrain, bam, 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 alles rundherum, große Musik, du haust ein Skill nach dem nächsten raus. Dann kommt wieder so eine ruhige Szene, wo man dann so ein bisschen mit Zeitlupe arbeiten kann. Da kann man sich dann wieder auslassen, soweit man das denn Sony Vegas technisch beherrscht. Und dann kommt wieder am Ende und nochmal so ein richtig fetter BAM am Ende, wo jeder Zuschauer sagt, geil, ich muss die Scheiße leiden. Ja. Und ich hatte so ein Lied und ich hab's mir, glaube ich, jetzt schon 10-mal angehört und mittlerweile denke ich mir, irgendwie ist es nicht mehr das Wahre. Ja? Ich bin auch so ein kleiner Perfektionist, ja, so ein kleiner... So ein kleiner, ja, so ein Schlaubi-Schlumpf will ich nicht sagen, sondern so dieser Schlumpf, der immer unzufrieden war mit allem. Ne? Ich hasse alles. Ich hasse die Sonne. Ich hasse Blumen. Ich hasse Frühling. Ne? Ich hasse dann auch meine Musik, die ich mir jetzt ausgewählt habe, so dass ich dann auf den ganzen YouTube-Seiten hier No Copyright Sounds und hast du nicht gesehen, 2 Stunden lang hänge ich dann vorm PC und denke mir, ja, Mittel, Scheiße, 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 ich mache keine Montage mehr. Also habt da noch ein bisschen Geduld, ich werde mir die Mühe geben und machen, weil die Clips sind echt schön geworden. Also ein paar sind echt cool. Hier, du Ausmog-Affe! Bam! Das war die Revenge. Na gut, da kann ich nichts machen, aber... Ja. Ja, wie ihr schon seht, das Spiel ist ja auch vorbei. Eigentlich war es eine recht interessante Sitzung, ja, auch wenn das Ergebnis recht einseitig ist. Finde ich, spiegelt das Public-Verlauf prima wieder. Ja, Leute, das war's dann auch wieder mit dem Commentary. Lasst wieder fleißig Kommentare in den Kommentartasten. In den Kommentartasten. Mann, kurz vorm Ende verspreche ich nicht. Ich muss mich hier beeilen. Nur Sekunden. Also schreibt's in die Kommentare, ob's euch gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwas wollt, Likes, abonnieren, alles machen. Ich freue mich über eure Meinung, über eure Kommentare. Haut da rein. Ciao.